So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's was ganz Besonderes. Und zwar habe ich ja letztens mein erstes Cardistry-Video Mountaineers veröffentlicht. Das verlinke ich euch hier oben auch nochmal in der Infokarte. Bitte schaut es euch vor diesem Video zuerst an, weil es ist meiner Meinung nach wirklich sehr gut geworden. Und außerdem zeige ich da das, was ich hier heute erklären werde. Und zwar mein eigenes Flourish, der sogenannte Escalier-Cut. Viel Spaß! Vielleicht sollten wir erstmal den Namen dieses Flourishes klären. Nun, Escalier ist das französische Wort für Treppe und in diesem Flourish kommt eben diese eine Stelle vor, die so ein bisschen aussieht wie eine Treppe und daher habe ich dem Ganzen diesen Namen gegeben. Außerdem habe ich das Flourish in drei verschiedene Phasen aufgeteilt und zwar erstmal der Grundgriff bis zu dieser Treppe und dann verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu schließen. Und dann kann man natürlich noch Verzierungen und sowas machen. Außerdem habe ich mir für das Schließen insgesamt 5 verschiedene Möglichkeiten ausgedacht, die sich auch vom Schwierigkeitsgrad her unterscheiden. Und daher würde ich sagen, zeige ich euch einfach nochmal den Originalausschnitt aus dem Cardistry-Video plus die anderen Variationen zum Schließen. Besorgt euch schon mal ein Kartenspiel und dann lernen wir das Ganze jetzt zusammen. Ich packe euch in die Videobeschreibung auch nochmal eine Timeline, damit ihr zu den einzelnen Varianten nochmal springen könnt. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit dem Grundgriff und der sieht wie gesagt so aus. Dafür hatten wir das Kartenspiel nicht im normalen Mechanics Grip, sondern im Straddle Grip und könnten sogar theoretisch hier den Daumen loslassen. Und das Kartenspiel würde trotzdem nicht rausfallen, weil wir es mit den anderen 4 Fingern festhalten. Und dann stellen wir das Deck jetzt senkrecht auf. Grundvoraussetzung für den Cut ist außerdem der Chalier-Cut, der sieht ja so aus. Und daher solltet ihr eigentlich schon mal den Chalier-Cut beherrschen, um eben den Escalier-Cut gleich lernen zu können. Jetzt kommt auf jeden Fall die andere Hand dazu, genauer gesagt der Daumen. Und der Daumen bricht jetzt hier ungefähr ein Drittel bis die Hälfte ab. Und der Zeigefinger hier auf der anderen Seite auch. Und dann rollen wir das Packet hier in die rechte Hand. Und zwar mit diesen beiden Fingern hier. Wir machen das nochmal. Und jetzt nimmt der Daumen hier auf der anderen Seite das Packet dann hier auch so an. Da wir aber insgesamt 4 und nicht 3 Packets brauchen, müssen wir uns jetzt noch eins nehmen. Wir greifen es uns wieder mit dem rechten Daumen und mit diesen Fingern nehmen wir es jetzt an. Und dann kommt auch eigentlich schon die schwierigste Stelle im ersten Teil. Und zwar müssen wir jetzt dieses Packet hier nach oben bewegen. Dazu halten wir es mit diesen 4 Fingern hier fest. Und zwar mindestens so stark, dass wir es eben hier nach oben bewegen können. Also ich könnte jetzt die Hand auch loslassen und das fährt jetzt praktisch hier an dem Packet nach oben. Ich mache es nochmal von vorne. Ein Packet abbrechen. Zweite und nach oben fahren. Und jetzt haben wir schon mal den ersten Schritt gemeistert und zwar sind wir jetzt bei der Treppe angekommen. Nun stelle ich euch 5 verschiedene Variationen vor, um von hier jetzt das Flourish wieder zu schließen. Die einfachste Möglichkeit wäre jetzt einfach die rechten Packets zusammenzuführen und in der linken Hand dann einen Chalier-Cut zu machen, indem wir das Packet aus der rechten Hand reinfallen lassen und das dann so schließen. Dazu sollte man wie gesagt die rechten Packets so in der Hand halten können, so ein bisschen wie so ein L sieht es aus. Und dann drücken wir einfach mit den unteren Fingern hier das Packet nach oben und der Daumen nimmt es dann an. In der linken Hand machen wir einen ganz normalen Chalier-Cut und dann ändern wir auch den Griff in der rechten Hand ein bisschen. Und zwar halten wir jetzt hier an dieser Seite mit dem Mittelring und dem kleinen Finger, auf der anderen Seite mit dem Daumen und der Zeigefinger kommt unter das Packet und zwar, damit er gleich diese Bewegung hier machen kann. Das heißt also, dass wir Druck auf dem Packet aufbauen müssen und daher, man sieht es vielleicht sogar, wird es etwas gebogen durch den Zeigefinger. Dieses Reinfallen lassen muss man jetzt ein bisschen üben. Das dauert ein bisschen, aber wenn man das einmal geschafft hat, dann geht es eigentlich automatisch. Und dann kann man halt das rechte Packet hier reinfallen lassen. Ganz wichtig ist noch, dass euch nicht hier eine Karte hier neben so reinrutscht oder gar rausfällt. Das könnte vor allem dann passieren, wenn die Karten neu sind und sowieso noch ganz viel rutschen. Oder wenn wir hier die Mitte anfokussieren. Von daher immer schön auf dieses Packet achten. Und dann sollte das aus der rechten Hand eigentlich automatisch hier reinfallen. Am Ende können wir mit dem Daumen das hier einfach zumachen und dann sind wir fertig. Die zweite Möglichkeit wäre, dass wir aus diesen beiden Packets in der rechten Hand nicht eins machen und dann einfach eins hier reinlegen und dann zumachen und dann das andere oben drauf werfen oder eins hier reinlegen und das andere dann eben hinterher schnipsen. Dafür ist es ganz wichtig, dass diese beiden linken Finger hier das untere Packet wieder annehmen und dass wir es einfach rüberrollen können und das andere dann eben reinschnipsen können und das Ganze dann wieder schließen können und schon haben wir die nächste Variation. Variante 3 ist dann nochmal etwas komplexer und zwar legen wir ein Packet rein, schließen und dann werfen wir das aus der rechten Hand unter das in der linken Hand. Das Verfahren mit dem ersten Packet ist genauso wie gerade eben, wir legen es hier einfach rein
schließen dann und der Wurf ist eigentlich auch wieder derselbe. Nur müssen wir jetzt hier die Karten so öffnen können. Das kann man entweder wieder im Straddle Grip machen oder einfach mit diesen drei Fingern nur. Und der Zeigefinger macht nichts. Da macht bei mir der kleine Finger eigentlich am meisten. Und so können wir das hier bewegen, die andere Hand wirft das hier rein und dann können wir es wieder zurückfallen lassen. Auch dieser Wurf braucht etwas Übung, aber mit der Zeit kriegt man das eigentlich hin. Vor allem, wenn man den Wurf schon mal gelernt hat, dann ist es eigentlich ganz einfach zu erlernen. Und ganz wichtig ist noch, je weiter man hier in der linken Hand das Packet umdreht, desto einfacher ist es natürlich. Aber man sollte die Hand nicht irgendwie verkrampfen oder das Packet total waagerecht halten, sondern schon irgendwie in einem 30-45 Grad Winkel, sodass man das Packet aus der rechten Hand damit schon noch auffangen kann. Kommen wir jetzt zu Variante 4 und die sieht so aus. Bis zur Treppe ist es wieder genau das gleiche, nur dass wir in der linken Hand hier keinen Chaillet-Cut durchführen, sondern einfach die Packets wieder aufeinander fallen lassen. Genauso auch in der rechten Hand und natürlich sieht es cool aus, wenn wir das zeitgleich machen. Also ungefähr so und dann werfen wir das rechte Packet wieder auf das linke drauf. Wie gesagt, ganz wichtig ist, dass man synchron loslässt und dass die Finger sich sonst möglichst nicht bewegen, weil es dann für meinen Geschmack einfach am besten aussieht. Und dann eben dieser Wurf hier. Kommen wir jetzt zur letzten und auch schwierigsten Variante. Ich habe immer darauf geachtet, dass es jetzt immer schwieriger wurde und das ist jetzt wirklich am schwierigsten meiner Meinung nach. Auch hier nehmen wir die beiden rechten Packets wieder von den beiden linken, machen in der linken Hand einen Chaillet-Cut und in der rechten können wir den auch machen. Und dann ist ganz wichtig, dass unser Ringfinger hier zwischen den beiden Packets ist. Und dann werden wir das gleiche expandieren, rüberrollen lassen, schließen und das andere Packet einwerfen. Die schwierigste Stelle ist wirklich, dass wir hier dann nach dem Chaillet-Cut den Ringfinger zwischen die beiden Packets kriegen und dann eben mit Hilfe des Mittel- und des kleinen Fingers das Ganze dann ausstrecken können. Das muss man auch mal ein bisschen üben und eben das dann hier reinfallen lassen können und dann das Packet, was in der rechten Hand verbleibt, entweder hier reinwerfen können oder wieder unter die restlichen Karten. Kommen wir jetzt noch zu Teil 3 und zwar zu den Variationen. Grundsätzlich finde ich, dass es sich anbietet, nach einem Escalier-Cut einen Deckflip zu machen, gerade nach Variation 4, die sieht ja dann so aus. Und hier finde ich einfach, dass der Deckflip danach unglaublich gut passt. Man kann natürlich auch jedes andere beliebige Flourish machen oder auch aufhören oder noch einen Escalier-Cut machen, eventuell denselben, eventuell auch eine andere Variation. Also ihr merkt schon, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, diesen Cut vorzuführen. Und das war auch meine Idee, dass man sich, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, eben seine eigene Variation zusammenstellen kann. Falls ihr dieses Video und den Escalier-Cut gut fandet, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich auch über jeden einzelnen Kommentar. Schreibt gerne mal, ob ihr noch andere Möglichkeiten seht, den Cut auszuführen oder was man im Anschluss noch machen könnte. Vergesst auch nicht, dieses Video mit allen Zauberern und Cards, die ihr kennt, zu teilen und abonniert doch unbedingt meinen Kanal, um eben meine Videos nicht mehr zu verpassen. Hier unten und hier neben verlinke ich euch mein Cards-Review-Video Mountaineers und meine Playlist-Specials. Die könnt ihr euch auch sehr gerne anschauen. Wie gesagt, mir ist das Cards-Review-Video aber wichtiger, weil ich natürlich auch etwas an Aufwand reinstecken musste. Von daher würde es mich freuen, wenn ihr das belohnt, indem ihr euch das Video anguckt. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Video am kommenden Samstag. Habt bis dann eine schöne Zeit und ciao.